ihr habt euch gefunden. Seid ihr noch ein Paar? Mimi oder Michelle? Hast du im selben Moment noch etwas für Michelle empfunden? Natürlich. Ich kann es von vorne bis hinten gar nicht nachvollziehen. Endlich Klartext. Ich war mir sicher, dass ich die letzte Rose bekomme. Natürlich habe ich Gefühle. Willkommen zum großen Wiedersehen vom Bachelor. Und ein Spoiler, er verkackt es heute so richtig. Wenn ich Michelle die letzte Rose gebe, dann bricht für mich die Welt zusammen. Und andersrum habe ich die Frau nochmal in die Show geholt. Und dann ihr nochmal keine Rose zu geben, ist auch krass. Michelle fühlt einfach genau das, was wir auch alle gefühlt haben. Mimis Make-up-Rand hat uns alle wahnsinnig gemacht. Ah, dass ich mich in Mimi verliebt habe. Sie hat keine Träne mehr verdient. Herzliches Beileid. Glückwunsch. Was ist eigentlich falsch mit mir? Fangen wir an, was ist richtig mit mir? Ja, fangen wir doch einfach damit an, was falsch ist. Alles. Und die nächste Frage, wer ist nach der heutigen Folge der schlimmste Bachelor aller Zeiten? Ja, Michelle, immerhin hast du jetzt ein schönes neues Erinnerungsfoto für dein Kinderfotoalbum. Es war einfach das schlimmste Finale aller Zeiten. Und wir dürfen nicht vergessen, im vergangenen Jahr bei Sebastian Preuß gab es einfach gar keine Rose. Es gibt so viel Redebedarf. Wir werden das heute Abend hier klären. Die ganzen offenen Fragen, die noch da sind, mit sehr, sehr emotionalen jungen Frauen. Mimi, du bist die erste Frau, die aus dem Auto ausgestiegen ist. Und ich habe in der Sekunde gedacht, will ich hoch, ja, dann, 100? Da hat es irgendwie gefunkt. Ja, der Moment ist einfach aufregend. Natürlich ist man dann überwältigt. Ja, Mimi und Nico, das passt halt einfach. Beide benutzen den Duden nur, um irgendwelche Blätter zu pressen. Klar sind alle Frauen hin und weg von einem Typen, der 22 Frauen hier kennenlernen möchte. Michelle, du hast ihn tatsächlich schon kontaktiert, und zwar über Social Media. Ich war im ersten Moment eigentlich überrascht, weil ich nicht damit gerechnet habe. Ich wusste nicht so richtig, wie ich damit umgehen sollte, da ja der Kontakt damals eben abgebrochen ist. Naja, liebe Michelle, der Bachelor ist ja eigentlich das, was man umgangssprachlich so eine Schlampe nennt. Ähnlich überrascht waren wir alle nur, weil die Bild ja normalerweise traditionell immer um 22.16 Uhr nach dem Finale bekannt gibt, dass sich das Paar getrennt hat. Und in diesem Jahr müssen wir auf dieses Video hier warten. Also wahrscheinlich. Aber jetzt wollen wir erst einmal den Mann zu uns holen, der für viele Tränen verantwortlich ist. Wir sagen hallo, hier ist unser Bachelor, hier ist Nico. Hallo Nico. Ich bin gerade super nervös, aber ich freue mich, euch alle wiederzusehen. Oh, sowohl Mimi als auch Michelle haben so einen enttäuschten Blick drauf. Das kennen wir eigentlich nur vom Bachelor, wenn es bei einem Date keine Kuscheldecke gibt. Ach kommt Leute, hier zur Aufmunterung nochmal ein Insider aus der RTL-Zentrale. Woran merkt man, dass heute das große Wiedersehen stattfindet? Richtig, Batida de Coco ist ausverkauft. Okay, dann machen wir einfach mal weiter. Mit welchen Gefühlen bist du angetreten? Also das Ziel war natürlich von Anfang an, ich möchte hier Fame werden, eine Frau kennenlernen und dass es dann auch einfach klappt. Ich habe alles auf mich zukommen lassen. Ich habe sicher auch viele Fehler gemacht. Ich habe einfach versucht, in dem Moment so immer meinem Herzen zu folgen. Sein Herz ist offensichtlich sowas wie ein Navigationssystem für möglichst viele Betten bei möglichst vielen unterschiedlichen Frauen. Nur Fehler machen. Oder wie es beim RTL auch heißt, der kleinste gemeinsame Nenner aller Lebensläufe der bisherigen Bachelor. War dir das eigentlich so bewusst, Michelle, dass es schon auch von der einen oder anderen auch eher missgünstig betrachtet wurde, dass du den Nico ja schon kanntest aus Social Media? Mich wirkt dieses Fake-Getue einfach so auf. Ja, also ich konnte schon nachvollziehen, dass die eine oder andere da ja, Bedenken hatte. Nur ich hätte nicht gedacht, dass das die Mädels so lange beschäftigt. Naja, Frauke, aber natürlich kommt sie damit zurecht. Ich meine, alle Frauen haben es ja bisher geschafft, bei diesen peinlichen Schnulz-Sprüchen von Nico nicht zu würgen. Der Schmerz sitzt so tief. So geht's uns immer, wenn wir irgendeine Trash-TV-Sendung verpassen. Einfach nur meinen Kanal abonnieren, dann kann euch das nicht passieren. Also, es ging nicht nur harmonisch zu in der Villa. Gönnt uns auch nicht mal den Dreck unter den Nägeln. Oh, oh. Ich mag das Tuch da drin. Ja. Das ist ein Stück Tuch. Sehr schön. Mhm. Ich mag alles an dir. Gönnt man denn eigentlich auch der anderen die Zeit mit Nico? Oder? Man gönnt sich selbst einfach mehr. So ist es einfach. Und man das hat man ja angemerkt, dass es dir ja, selber mehr natürlich. Gönnt. Am Ende steht nur eine da mit einer Rose. Schade für unsere Linda. Muss sie doch wieder zurück an den Parkplatz der Bundesstraße. Also zur Dorfdisco natürlich. Es gibt einfach niemanden, der oder die so ein riesengroßes Ego hat wie unsere Linda. Was will sie eigentlich? Ich weiß, dass du so sein willst.
wie der Wendler. Kein Mensch jemals. Alle buhlen um denselben Mann. Mimi, wie geht man damit um? Je später es wurde, desto schlimmer wurde es auch für mich, weil ich ja auch selbst Gefühle aufgebaut habe und dass ich mir eigentlich nur vorstellen konnte, dass, also dass wir beide zusammen sind. Natürlich weiß ich ja auch, in welchem Format ich in dem Moment bin. Er knutscht heute mich, aber morgen dann sie. Also damit muss man erstmal, das muss man erstmal realisieren. Die Küsse waren natürlich die Aufarbeitung seiner Vergangenheit. Sein Psychologe hat ihm nach der Mandelentfernung dazu geraten, möglichst viele fremde Mandeln zu massieren. Und konntest du nachvollziehen, dass du damit eben auch polarisiert hast? Also dass Menschen natürlich über dich gesagt haben, die ist so dumm, ey. Besitzergreifend. Nee. In dem Moment, es war normal für mich, wie ich reagiert habe, oder? Mimi war einfach so anstrengend, dass ich mir im Finale wirklich gewünscht habe, dass er sie auswählt. Es war nur fair. Übrigens tue ich mir nach wie vor sehr schwer, daran zu glauben, dass sie ihn einfach so hat gehen lassen bei den Homedates. Wir kennen alle ihre Eifersucht. Ach so, und jetzt seid auch bitte mal ein bisschen dankbar. Mit ihm hier hätten wir auf jeden Fall 22 Frauen im Finale gehabt. Linda, als du da warst, da war es Bam. Da warst wie du immer. So wie immer, da warst du einfach da. Ich will nicht stören. Du störst aber. Ich hab keinen Bock mehr hier, ehrlich, ohne Scheiß, Mann. Ich crash euch alle. Und das war eigentlich töricht. Ich bin dermaßen RTL 2. Emotional, ich kann ganz schlecht darüber nachdenken, was ich sage. Ich sag das sofort. Warum gucken die jetzt alle so verdattert? Ah, okay. Ja, hier Leute, aber ihr hattet jetzt wirklich genügend Zeit, das Wort töricht mal zu ergoogeln. Und warst du in diesen Situationen dann eher genervt von den anderen, die sich fertig gemacht haben für ein Date, oder genervt von Nico? Also ich war wirklich genervt von dir, Nico. Ja. Ich wusste irgendwann nur noch alles von den Mädchen, die da zurückkamen und mir dann erzählt haben, ja, der Nico ist so und so alt, wieso komme ich jede Runde weiter? Bin aber die ganze Zeit im Haus. Ich habe das nicht verstanden. Nico, erklär es uns. Ja, sie hat nicht so ganz verstanden, was genau ihre Aufgabe hier ist. Und RTL so, hier natürlich fürs Dschungelcamp qualifizieren. Wie kann Linda es wagen, dem Bachelor jetzt ihre schlechte Laune und ihren Unmut hier reinzupressen? Der Bachelor ist der Einzige, der den Ladies hier seine Zunge reinpressen darf. Von Beginn an galten ja zwei Frauen als Favoritinnen. Einmal Mimi und einmal Michelle. Dann gab es da aber auch wirklich Gänsehautmomente mit Steffi. Nico hat eine Entscheidung getroffen und wusste dann, es war nicht die richtige. Ich könnte dir nicht die letzte Rose geben, das weiß ich jetzt. Steffi, wenn der Beauty-Doc seine Preise wieder mal angehoben hat. Möchtest du diese Rose zurückgeben? Steffi, wo hast du die Rose versteckt? Nico redet mit Steffi doch einfach wirklich, als wäre sie so ein dummes Kind. Gut, ist sie auch, aber trotzdem. Naja, sie... Ich erinnere mich einfach immer noch an diesen Moment. Ich kann natürlich verstehen, wenn man auch in diesem Moment einfach auf sein Herz hören möchte. Aber ich hätte mir wahrscheinlich einfach eine andere Erklärung gewünscht. Nico wird wahrscheinlich der erste Bachelor sein, den wir ein paar Monate später bei Prince Charming wiedersehen. Wäre das die bessere Erklärung gewesen? Naja, für mich hat es sich einfach so angefühlt, als wäre ich erst nur ins Finale gewählt worden, dass es ihm im Finale nicht so schwer fällt, sich dann letztendlich für Mimi zu entscheiden. Das Gespräch, was wir da hatten im Hotelzimmer, war absolut unbefriedigend. Also das war eine komplette Katastrophe. Ich kann es mir selbst nicht erklären. Ganz herzlichen Glückwunsch, lieber Nico. Willkommen im Club der Arschgeigen-Bachelor. Ich fand den ja eigentlich auch ganz nett, aber wir wollen einfach mal festhalten, er bricht ihr das Herz und manövriert sich in eine Opferrolle. Du hast einfach gesagt, dass es für dich eine Kopfentscheidung war, die du im Halbfinale getroffen hast. Ich kann diese Kopfentscheidung einfach nicht nachvollziehen, wie du die da abgewägt hast. Das tut mir übrigens auch leid, dass ich die Worte gewählt habe, weil ich weiß, dass die Worte dann im Endeffekt auch so verletzend sein müssen. Oh, Steffi, wenn du so weitermachst, haut unser Nico gleich auf den Buzzer. Klar, unterm Strich, es sind Gefühle, was will man machen? Nico konnte sich halt einfach kein einheitliches Bild mit der Steffi vorstellen. Genau das gleiche Problem hatte ihr Schönheitschirurg bei ihrer Nase offensichtlich ja auch schon mal. Als du der Steffi die Rose gegeben hast, hast du da in dem Moment schon gezweifelt? Also wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich dir die Rose gegeben und ich bin einfach nur rausgegangen. Ich wusste einfach, okay, noch sind noch Fragen offen, die ich definitiv noch an Michelle stellen wollen würde. Ich habe so Elternabend-Vibes. Immerhin wissen wir jetzt auch, warum der Teppich beim Finale dieses Mal so extrem lang war. Bei Nikos Entscheidungsfreudigkeit hat er einfach die Zeit gebraucht, bis sie dann da sind, um sich dann vielleicht nochmal schnell umzuentscheiden. Und dann hieß es wie bei den Teletubbies, Tinky Winky. Oder wie unsere Kosmetikerin Carina sagen würde, Schminke, Schminke. Und dann hast du
klammheimlich Michelle gebeten, doch zurückzukommen. So die falsche Entscheidung. Dann habe ich ihr geschrieben. Und dann kam ja der legendäre Anruf. Steffi, kannst du Mimi bitte sagen, dass ich doch eher auf Michelle stehe? Dankeschön, tschüss. Ich will dich unbedingt nochmal wiedersehen. Ja, unbedingt. Und wir alle so, oh Gott. Bitte leg einfach auf. Michelle hat ja am Telefon so geweint, als hätte sie wirklich eine ganz bittere und tragische Nachricht erhalten. Ja gut, ist ja auch wirklich so. Er hat sie zurückgeholt und dann ging es ganz romantisch weiter. Habe ich einfach tief in mein Herz gehört, dass ich mich in Mimi verliebt habe. Er ist keine Träne mehr wert. Es ist halt nicht leicht, damit abschließen zu können, wenn man halt ständig wieder daran erinnert wird. Er hat dich zurückgeholt, dann gab es dann eben doch den Korb. Ich konnte das auch gar nicht nachvollziehen. Ich habe gedacht, er holt sie zurück. Jetzt ist sie's. Ne, und wir haben alle gedacht, endlich gibt's mal Frauentausch ohne versiffte Wohnung und ohne hässliche Wandtattoos. Okay, fast ohne, aber Steffi ist ja raus. Es ist alles so unangenehm. Ich hoffe, der Medion-Saugroboter in der Bachelor-Edition fickt hier gleich durchs Bild. Das alles, was nachher passiert ist, das ist ein Gefühlschaos, es geht Schlag auf Schlag. Und natürlich jetzt auch Michelle so emotional zu sehen, das tut weh. Was empfindest du, wenn du jetzt Nico siehst? Es ist komisch. Liebeskummer? Ich muss mir jede Folge wieder vor Augen führen, was für schöne Momente man hatte und dann... Natürlich habe ich Gefühle entwickelt. Das sieht alles komisch aus. Sorry, ich habe mal ganz kurz nicht aufgepasst. Was ist mit Carinas Lippen? Aber Sekunde, Michelle lässt eine Zukunft tatsächlich an dieser Stelle auch noch offen. Ganz ehrlich, ich glaube, da gibt es nur ein Mittel, was hilft, diese Sendung hier zu ertragen. Kippen nur noch ein Dreiviertel Liter Doppelkorn drüber. War das ein doppelter Schlag? Ich muss auch gestehen, ich war mir ziemlich sicher, dass ich die letzte Rose bekommen würde. Nach dem, was er halt auch dann riskiert hat, um mich tatsächlich wiederzusehen. Ich war ein bisschen enttäuscht von mir selber, weil ich eigentlich von vornherein wusste, dass Mimi es wird. Ich habe es dann zum Schluss tatsächlich ablegen können. Ja, habe ich ja auch gesagt, dass ich hätte auf meine Intention hören sollen. Super spannend in Sachen Körpersprache. Während der Redepausen schaut Michelle ihm immer ins Gesicht und er schaut einfach ins Leere. Das heißt, sie schauen beide in die Luft. Tja, Nico, was bringt einem der durchtrainierteste Körper überhaupt, wenn man zwischen den Ohren genauso viel hat, dass man nicht gackernd auf dem Hof kackt? Eigentlich war das Ganze ganz schön romantisch und auch ganz schön geheimnisvoll. Denn du hast es ja, Nico, ich muss das so sagen, auch so ein bisschen an der Produktion alles vorbeigemacht. Und ihr habt telefoniert und du hast gesagt, du, ich würde eigentlich gerne wieder, das wusste überhaupt niemand. Mhm. Und ihr habt euch getroffen. Ja. Und dann, was ist da passiert? Zum ersten Mal konnten wir dann auch so off-cam reden. Und es, glaube ich, tat uns beiden ganz gut. Okay, dieser Heulanruf hier war also nur Fake. Und beim eigentlichen Treffen war keine Kamera mit dabei. Das ist ja eine Straftat. Aber klar können wir nachvollziehen, dass es ihnen gut getan hat. Ich meine, ein RTL-Kamerateam ist genauso wie ein Gerichtsvollzieher. Wenn die kommt, wird dir dein letztes bisschen Würde genommen. Und ich weiß auch, dass ich da sehr, sehr viel riskiert habe. Auch die Produktion, die übrigens auch komplett zu Recht auch sauer auf mich war. Aber ich, in dem Moment wusste ich einfach, dass ich Michelle gerne wiedersehen würde. Wusstest du denn in dem Moment nicht, dass das doch möglicherweise auch jede Menge in Michelle auslösen würde? Denk ich manchmal nur von der Tapete bis zur Wand und dann stehe ich dann plötzlich wieder zwischen zwei Frauen und das ist halt... Er geht einfach in Sachen Empathie und Sensibilität genauso steil wie die Karriere aller DSDS-Kandidaten. Apropos, wollen wir vielleicht einfach mal in die Zukunft schauen? Die läuft bei RTL 2 und heißt Prominent und Obdachlos. Man sieht, dass du die ganze Geschichte noch nicht abgeschlossen hast. Natürlich habe ich damit nicht abgeschlossen. Wie ihr denn auch? Mhm. Wenn ich es mir halt jedes Mal wieder angucken muss. Mhm. Er hat es mir auch ins Gesicht gesagt, dass er sich in eine andere Frau verliebt hat. Wenn das ja alles vorbei ist, dann kann man ja auch wieder nach vorne blicken. Tja, der Bachelor glaubt halt einfach an die große Liebe. Oder wie Michelle jetzt sagen würde. Ist das denn überhaupt? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ach so, aber pst, ganz vielleicht hat die Michelle doch noch ihr Glück gefunden. Dazu aber gleich mehr. Mimi hat seine letzte Rose bekommen. Das war so ein Wohlfühlen, angekommen sein, einfach schön. Und es war einfach scheiße. Perfekt. Möchtest du diese allerletzte Rose annehmen? Gott, ja. Dann muss ich euch natürlich jetzt die alles entscheidende Frage stellen. Sind eure Instagram-Accounts inzwischen verifiziert? Aber eine Frage noch. Warum hat der Bachelor eigentlich hier beim Kinodate so geweint,
Wäre er lieber bei Michelle gewesen in dem Moment? Wie hieß es im Finale so wunderbar? Die Vergabe der allerletzten, alles entscheidenden Rose. Ja. Und diesmal gibt es kein Zurück. Kein Zurück. Ja, dann, Mimi und Nico, ihr habt euch gefunden. Seid ihr noch ein Paar? Nein. Also ehrlich gesagt hat es nie zu einer Beziehung geführt. Ich habe nie alles wegstecken können. Und das ist halt auch super hart und das ist auch unfair dir gegenüber, aber es ist halt einfach so unfassbar asozial. Ist das noch der Bachelor oder schon Berlin Tag und Nacht? Ja, der Bachelor nutzt einfach sein 14-tägiges Rückgaberecht unmittelbar noch in der Nacht. Wir hätten uns aber eigentlich denken können, dass da nichts draus geworden ist. Wären sie wirklich zusammengekommen, wären ja ab dem Tag sämtliche Kabelbinder in ganz Deutschland ausverkauft gewesen. Ich habe dir auch gesagt, dann haben wir geschrieben, ob man das irgendwie dann so den Druck rausnimmt und dann erstmal so freundschaftlich angeht. Und du hast ja auch gesagt, so, nee, da habe ich auch keine Lust drauf. Dann geht ihr da zusammen raus. Und wie geht das denn dann weiter, Mimi? Also dann stelle ich mir vor, dann kommt die Explosion der Gefühle. Eigentlich habe ich eigentlich am selben Abend oder am Morgen danach schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Irgendwie, ich finde es schade einfach. Das ist jetzt also der große Moment, in dem Bon Schlonzo seinen ersten Platz in der Riege der schlimmsten Trash-TV-Kandidaten ever abgeben muss. Diese Folge heute kann man eigentlich nur so zusammenfassen. Peinlich des Todes. Selbst Markus' Einkaufsliste bei Schwiegertochter gesucht enthält weniger Fehler, als Bachelor Nico sie pro Sekunde begeht. Ich finde es schade einfach, dass wir nie die Chance hatten, sich persönlich kennenzulernen im echten Leben. Ich muss sagen, ich kann es auch gar nicht verstehen. Du hast so glaubwürdig gesagt, Mimi, du bist meine Traumfrau. Was ist da innerhalb von Minuten offensichtlich passiert, dass ihr das gar nicht mehr mit Leben füllen konntet? Ich hätte selbst nicht für mich gehalten, für mehrere Frauen krasse Gefühle zu entwickeln. Okay, Google, definiere bitte das Wort brenzliche Situation für einen Bachelor. Das Wiedersehen. Es ist aber irgendwie auch alles so verworren. Wir erinnern uns alle an die einfachen Zeiten, in denen man einfach jemanden mit einem Schwan erschlagen konnte. Es ist auch schön, dir dann auch zu sagen, was ich für dich fühle. Auf der anderen Seite ist das natürlich super krass, dann Michelle da so gehen zu lassen. Erinnert ihr euch alle noch an diese Frage? Das ist ein Puls. Puls hat Mimi spätestens heute hier beim Wiedersehen. Also das heißt, du hast Mimi gesagt, du bist meine Traumfrau und ich empfinde ganz, ganz viel für dich, aber hast gleichzeitig noch an Michelle gedacht, oder? Ja, also wenn man jemandem eine Blume nicht gibt, dann hören ja nicht Gefühle auf. Ich weiß nicht, ob man das gut nachvollziehen kann, aber die Situation ist viel komplexer, als man denkt. Ja, sehr komplex. Zum Beispiel stellen wir uns die Frage, er hat Steffi ja einen Korb gegeben und ganz spontan sich dann mit Michelle getroffen. Woher hatte RTL eigentlich so schnell diesen Best-of-Film von beiden? Und der Bachelor hat ja privat mit Michelle Kontakt aufgenommen. Und das, obwohl er während der Produktionszeit per Vertrag kein Handy hat und es auch überwacht wird. Und Spoiler, es kommt gleich noch besser. Du hast gerade die Stirn gerunzelt, Mimi. Bei der Entscheidung gegen Michelle hat er zu ihr gesagt, ich habe mich in Mimi verliebt, aber zu mir konnte er es nicht einmal sagen, weil es wahrscheinlich auch nicht der Fall war. Warst du verliebt in Mimi, als du ihr die letzte Rose gegeben hast? Ich finde, generell von Liebe zu sprechen ist echt krass. Na, von natürlich, Verliebtheit. Ja klar, natürlich war ich verliebt. Hast du im selben Moment noch etwas für Michelle empfunden? Natürlich. Die gute Nachricht jetzt aber zum Schluss. Der Nico ist in eine Sekte eingetreten und kann jetzt mit beiden Frauen parallel zusammen sein. Nico ist jetzt immer an ungeraden Tagen mit Michelle und an geraden Tagen mit der Mimi zusammen. Ey, weißt du was, Nico? Wobei, das kann nur eine Person sehr gut zusammenfassen. Ich denke schon, dass es die verkehrte Entscheidung war, weil er halt eben ein wertvolles Mädel verlieren wird. Ich kann es von vorne bis hinten gar nicht nachvollziehen. War es im Finale eine falsche Entscheidung? Nein. Oder sitzt da vielleicht doch die Frau? Ja, ich glaube, das ist auch nicht die richtige Runde, um jetzt solche Sachen anzusprechen. Könntest du dir denn vorstellen, dass du hast ja schon einmal heimlich Kontakt aufgenommen. Ja, aber ich glaube, das ist das Falsche gerade. Oh, Sekunde. Hallo, Mr. Trash TV. Ich bin's vom Bachelor. Was beim Wiedersehen nicht gezeigt würde, Nico ist mit Michelle zusammen. Das war von Anfang an inszeniert. Mach das bitte publik. Oh, noch eine. Hallo, Mr. Trash TV. Du kennst mich vielleicht. Ich bin auch Kandidatin beim Bachelor gewesen. Mich ärgert diese Fake-Show. Nico und Michelle sind zusammen. PS, auch Warner, das ist die Produktionsfirma vom Bachelor, ist mega sauer.
Das haben mir tatsächlich zwei Teilnehmerinnen unabhängig voneinander geschrieben. Ob das stimmt, wissen wir nicht, aber auch die Bild schreibt sowas. Und ja, ich weiß, auch da kann man viel nicht glauben, aber tatsächlich in Sachen Entertainment sind die ja immer ganz gut informiert. Und klar hatte ich dann auch Gefühle für andere Frauen aufgebaut und das hätte ich auch nie für möglich gehalten, dass es halt so krass wird. Vielleicht nutzt der Nico jetzt noch seine Chance. Ich meine, Frauke fehlt ja noch. Aber beim Verabschieden gleich mal küssen. War das alles eine PR-Show? Was sagt ihr? Kann man das so spielen wie Michelle? Nicht vergessen, der Anruf war ja auch nicht ganz echt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wenn ihr mir ein Abo mit Glocke da lasst, dann ist es ja fast so, als würden wir uns gegenseitig eine Rose geben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da. Falls ihr das Finale nicht gesehen haben solltet, das war wirklich unglaublich. Das habe ich noch nie gesehen, dass ein Bachelor sich so verhalten hat. Klickt unbedingt rein. Und wenn es mindestens genauso low sein darf, bei Love Island haben wir auf jeden Fall ein, zwei Kandidaten wie den Adriano, die auch wirklich da gut mithalten können. Das ganze Wiedersehen verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Viel Spaß mit einem und bis ganz bald. Ciao.